Okay. Mhm. Ein Haus. Was soll das sein? Ein Haus. Okay, Leute. Oh mein Gott. Aber es ist das riesigste, flauschigste Lama überhaupt und Maurice wird mich umbringen, aber das ist cool. It's me! Pings, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella. Hinter der Maurice ist die verletzte Kamera immer noch. Was geht? Wir werden heute viel zeichnen und viel kaufen. I like both. Das Video gibt's schon ein paar Mal, aber wir werden das ein bisschen umändern. Und zwar werde ich etwas malen für Maurice und wenn Maurice es richtig errät, muss ich es ihm kaufen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Banane zeichne und Maurice errät, dass es eine Banane ist, dann gehe ich los und kaufe ihm eine Banane. Easy, verstanden. Ihr seht wahrscheinlich auch gerade, dass hier irgendwo Werbung steht. Das ist nämlich unsere erste Kooperation. Wir haben echt lange darauf gewartet, bis wir irgendwas annehmen, weil wir echt dachten, hey, wir wollen was Cooles, wir wollen euch nichts andrehen. Deswegen nicht wundern, dass da Werbung steht. Es ist aber cool. Es geht nämlich um diese Stifte. Ich male sowieso richtig gerne und bastel gerne, deswegen dachte ich mir, schon allein geil für die Stifte. Und ich habe die auch in der Schule benutzt. Ich hatte genau diesen roten, den du da gerade in der Hand hast. Und es sind nicht einfach nur Stifte, sondern das Coole, ihr kennt die bestimmt schon. Aber man schreibt, das ist zum Beispiel ein Textmarker und dann kann man einfach wieder wegradieren. Man! Und damit wären wir heute zeichnen. Und ihr könnt auch noch was Cooles damit machen, aber darauf gehen wir später ein. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, oder? Okay, Leute, da ich immer noch nicht gehen kann, weil mein Bein ein bisschen kaputt ist, haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar geht Kim mir die Sachen kaufen und ich werde Kim Gutscheine malen, die sie dann später einlösen kann. Also ich nehme mal ein Beispiel. Also ich male zum Beispiel einen Gutschein für einen Zoo, also versuche einen Zoo zu malen. Und wenn sie das errät, dann male ich ihren Gutschein und sie kann das dann irgendwann einlösen. Okay, erstmal schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, Feuer! Oh, witzig. Ich habe gewonnen. Feuer hat gewonnen. Wir haben gleich 30 Sekunden Zeit. In der Zeit muss ich etwas malen, was ich ihm dann ja kaufe, wenn er es in den 30 Sekunden errät. Also, I am ready. 30 Sekunden laufen ab jetzt. Okay, ich hoffe, ihr seht, was das hier... Oh Gott, ich weiß irgendwie doch gerade nicht so ganz. Eine Katze. Ein Hund. Ein Tier, ein Schwein. Eine Katze. Hä, was soll das sein? Eine Maus? So, hä, was? Das kannst du mir doch nicht kaufen. Oh Mann, warte. Oh nein, oh Mann. 9 Sekunden noch. Ein Hase. Ein Plüschtier. Was soll das sein? Oh Mann! Hä? Ja. Mann, Maurice, das ist ein Lama! Also bitte, wenn das ein Lama sein soll, dann weiß ich auch nicht. Was soll ich mit dem Lama? Du sollst mir schon was malen, was ich gebrauchen kann. Maurice, es gab so ein riesengroßes Plüschlama. Ey, wie soll man das erraten? Also eigentlich wollte ich das Lama haben, aber ich wollte, dass du das dann hast, weißt du, weil ich das haben wollte, dann hätte ich es dir kaufen müssen. Was soll ich mit dem Lama? Oh, schön. Ich hab doch dich. Was? Bruh. Ich bin bereit. Also, dann 30 Sekunden beginnen. Ah, jetzt! Ein Brot. Ein Steg. Hä? Ein Bett? Ein Bett! Mach doch mal hinne! Mann, ich male was ist das denn? Ach so! Ach, es sind ja Gutscheine. Einmal von hinten nehmen? Kim, nein. Eine Massage! Ja, Mann. Also, das war doch echt gut, oder? Hä, hey, das sieht ein bisschen pervers aus, muss ich sagen, ne? Mann, das ist voll Massage. Man darf das einlösen jetzt, ne? Nein, nicht jetzt. So wäre nett, wenn du mir jetzt irgendwas malst, was ich auch gebrauchen kann. Okay, okay. Keine Babykatze und kein Babyelefanten und keine Pommessocken. 3, 2, 1. Okay, okay, das wird easy. Das wird easy, easy, easy. Ein Wappen. Mach weiter. Ach so, sorry. Ein Eis. Kim, was soll ich mit Eis machen? Ey, je, ey. Ja, ein Eis. Toll, super toll. Ich krieg ein Eis. Du bist auch so dumm. Du musst dann zum Eisladen, dann musst du zurücklaufen und mir das Eis geben. Das ist richtig gut geworden, wirklich. Ja, toll. Ein Eis ist auch nicht schwierig. Was soll ich mit dem Eis? Einfach nur wieder dein Wunsch. Ich möchte nicht mal Eis essen und Kim will in jedem Video, möchte sie ein Eis essen. Falls ihr mehr sehen wollt, wie wir einen Tag lang nur Eis essen, gebt diese Video einen Daumen nach oben. Du wirst sehen, was ich mir jetzt für einen Gutschein ausdenke. Auf die Plätze, fertig. Let's go! Ein Mensch. Eine Zirkusvorstellung. Was ist das? Wir tanzen, wir halten Händchen. Was machst du denn da? Gut, dass ich wegradieren kann. Hä, ein Kuss? Baseballschläger. Oh, Maurice! Vorbei. Also ich denke, das kann man erkennen. Es wäre ein Gutschein für Boxen, dass ich dich boxe. Hä, wie unfair. Kim, du machst auch nur Sachen, die dir gut sind. Also, können wir jetzt etwas machen, was dem Partner vielleicht mal gut tut? Ja. Gut, danke schön. Okay. Kim, ich möchte kein Plüschtier, ich möchte keine anderen Süßigkeiten, ich möchte keine Schokolade. Etwas, was mir gut tut. Okay, okay. Ja, ich weiß was. Du wolltest echt dir gute Sachen malen, ne? Ja, ja. Hallo, ich bin doch jetzt auch wieder dabei. Es war doch nur witzig fürs Video. Wer ist es nichts Gutes für mich? Es ist was richtig Gutes. Los. Hä? Warte, nein, stopp! Okay. Ich hab erst... Okay, warte. 3, 2, 1. Okay. Mhm. Ein Haus. Was soll das sein? Ein Haus. Ein Haus? Was soll das sein? Was soll das denn sein? Ein Mensch, eine Flasche. Nutella. Nutella? Nutella? Das
10 Sekunden noch. Der Crabmaker. Crabmaker. Ja, ehrlich? Ey, Kim, Wasser. Ey, ich mag kein Süß. Ey, du denkst einmal an mich. Crabmaker, wie kommst du genau durch? Ey. Ich habe so Bock auf Krebs, oh mein Gott. Du, es geht um mich, du sollst mir was... Ey, hier Leute, das Bild. Hä, richtig gut. Richtig geiles Video. Ey, das ist richtig gut, dass mir Nutella noch eingefallen ist. Wie kann man so egoistisch sein? Ja, Nutella war echt gut. Und dieses Ding. Dieses Ding, man wusste sofort. Ich hatte so gute Gutscheine, jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, was auch besser für mich ist. Ab nächste Runde, Wallahi, ich mache gut diese. Das hast du beim letzten schon. Was soll ich jetzt mit dem wirklich, Mann. Ich mag weder Crab noch Maker. Hä, jetzt mach aber nichts Schlechtes. Ich habe noch gar nichts, was sinnvoll für mich ist. Okay, okay, danach wirklich. Wenn du jetzt was Gutes machst, dann mache ich danach was Gutes. Okay, 3, 2, 1, go! Eine Schlange. Ein Tor, Fußball. Fußballspiel gucken? Was? Ins Theater gehen! Nein. Kinogutschein. Ja. Mann, wie gut, ey, wie gut, ey, wie gut habe ich das gemacht? Ich bin echt überrascht, wie gut ich malen kann. Das liegt nicht an den Malkünsten. So, Kim, Kinogutschein. Danke. Wir kriegen Behindertenrabatt. Und mit meinem Bein kriege ich bestimmt auch eine Ermäßigung. Okay, ich weiß, was gut ist für dich. 3, 2, 1, eine Felge. Ah, ich bin weggerutscht. 2 Felgen, ein Wagen. Was soll das denn sein? Ah, ein Rollstuhl. Ja! Oh, natürlich. Ja, das ist gut. Ja, wo willst du einen Rollstuhl kaufen? Das weiß ich auch noch nicht genau. Aber ich dachte, ein Rollstuhl wäre nötig, Mann. Okay, Rollstuhl ist auf jeden Fall gut geworden. Dankeschön. Gerne. Okay, ich würde sagen, letzte Runde für mich, ne? Also, das ist jetzt mein letzter Gutschein, den ich eventuell ergattern könnte. Oder ergackern. 3, 2, 1, let's go! Okay, Badewanne. Nein. Noch eine Massage. Nein. Solarium! Ey, wie gut kann ich zeichnen? Ey, wie gut! Nein, es liegt nicht an deinem Zeichentalent, Mann! Warum errätst du es denn, wenn es nicht gut ist? Weil ich gut bin im Kopf drin. Das bedeutet, wir haben jetzt alle Produkte und Gutscheine. Und jetzt muss ich auf jeden Fall dir einen Rollstuhl besorgen. Und einen Crepe Maker. Und ein Eis. Das bedeutet, ich muss gleich noch schnell in die City sprinten. Ich kann ja sprinten, Maurice kann nur liegen. Aber ich würde sagen, wir gehen zusammen einen Crepe Maker holen und Eis. Aber bevor ich losgehe und die ganzen Sachen hole, wollten wir euch noch eine mega coole Aktion vorstellen. Und zwar die Cool to School. Und weil wir alle cool sind, ist das eine perfekte Aktion für uns, ja? Ist auch alles kostenlos. Von daher, falls ihr nämlich einen von diesen vielzähligen Stiften gekauft habt. Oh, da ist sogar ein Pinker. Ah, this is so beautiful. Ey, blau und pink, die sehen richtig schön zusammen aus. Auf jeden Fall, ist egal, was für ein Stift ihr gekauft habt, behaltet auf jeden Fall den Kassenbon. Denn ihr könnt euch selber einen Sticker für euren Stift gestalten. Und es ist halt mega cool. Ihr könnt da einfach Caramella-Crew draufschreiben. Das ist alles ganz easy und kostenlos. Ihr könnt einfach auf die Friction Pilot Cool to School Seite gehen. Das findet ihr einfach bei Google. Und auch in der Beschreibung. Genau, natürlich auch in der Beschreibung. Dann müsst ihr einfach nur euren Bon hochladen. Dann geht es weiter mit dem Stift, den ihr euch gekauft habt. Wir nehmen jetzt einmal den Friction Ball, das ist ja dieser ganze Stanni. Und dann wählt ihr aus, in welcher Farbe ihr euch den gekauft habt. Auch ganz easy, auch weiter. Und dann kommt das Spannende. Oh, ein Giraffenmuster. Giraffen-Safe, ja. Ich habe auch schon welche designt und ich habe das auch mit dem Giraffenmuster genommen. Man munkelt, weil ich schon mal öfter als Giraffe verkleidet war, ne? Ihr könnt hier sogar auch noch aussuchen. Oh ja, ein rotes Giraffenmuster. Und dann wird euch hier auch schon vorgeschlagen, was ihr draufschreiben könnt. Zum Beispiel Born to be Wild. Aber wenn ihr natürlich ganz cool sein wollt, dann schreibt ihr einfach Caramella Crew. Yeah. Ihr könnt hier einfach alles auswählen. Man kann hier noch seine Schrift auswählen. Ich finde die am coolsten. Das ist cool. Das ist geil. Das ist richtig geil. Dann klickt ihr einfach nur noch auf Bestellen und ready seid ihr. Und dann musst du nur noch. Hey, da steht unsere Hausnummer. Alright, Free Fra Friends, wir sind jetzt hier bei Saturn und dort werden wir jetzt hoffentlich einen Crab Maker herbekommen, ja? Crab, where are you? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich habe den Crab Maker gefunden. Das bedeutet, den taken wir auf jeden Fall. So, eigentlich brauchen wir jetzt nur noch das Eis. Aber weil ich so witzig bin, dachten wir, holen wir einfach das Lama auch noch, obwohl es sich erraten hat, einfach weil ich es haben will. Und dann überraschen wir ihn mit einem riesenflauschigen Super-Lama. Okay, Leute. Oh mein Gott. Aber es ist das riesigste, flauschigste Lama überhaupt und Maurice wird mich umbringen, aber das ist cool. Ey Leute, das ist original wie eine Filmszene. Es wird einfach beim Fahren so rausgucken und richtig den Luftzug genießen. Jetzt brauchen wir noch Eiscreme und dann haben wir eigentlich alles das, was Maurice wollte. Ich würde sagen, wir lassen das Eis einfach mal weg und dafür nehmen wir einfach das Lama. Das wird wohl no problemo. Ich glaube, er wird mich hassen, aber er kann mir ja nicht hinterher rennen. Ich schließe jetzt die Tür auf und schiebe das da einfach rein. Da bist du behindert, Mann. Kim, was soll die Scheiße? Bist du blöd? Was soll denn das? Oh, wie schön! Darf ich den mit ins Krankenhaus nehmen? Oha, ja, normal. Warum kaufst du so eine Scheiße? Ist der nicht geil?
Nein, wie teuer war der? Nicht teuer. So, wir sind jetzt hier mitten irgendwo im Nirgendwo. Wirklich, war hier noch nie. Aber hier gibt's einen Rolli. Einen Rollstuhl. Yeah. Let's get the Rolli. Leute, da kommt mein Rollgefährt. Vielen, vielen Dank, mein Schatz. Erstmal danke auf jeden Fall für diese coole Kooperation. Ich habe hier irgendwie... Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Die Stifte sind auch mega cool und es ist ja alles kostenlos. Deswegen richtig cool. Danke. Falls ihr dann wirklich einen Sticker habt und da irgendwas mit der Caramella Crew gemacht habt, dann verlinkt mich oder schickt mir einfach ein Bild auf Instagram, damit wir uns das angucken können. Das wäre richtig cool. Like das Video, abonniert uns und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um uns zu unterstützen. Und ich würde sagen, danke für das coole Video. Es hat richtig Bock gemacht. Mal sehen, wie es weitergeht. Verfolgt auf jeden Fall Maurice Fuß. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace, peace, haut rein. Tschüss.